Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Cari fratelli e sorelle nel Signore, oggi la Chiesa celebra la festa di Sant'Ubaldo. Egli nacque a Gubbio, mi ricordo il Francesco d'Assisi incontrava questo lupo a Gubbio, era questo posto in Umbria, nacque nel 1080. Dopo essere stato ordinato sacerdote, distribuì la sua eredità tra i poveri, simili come Francesco d'Assisi. Però viveva già prima, sì, prima di Francesco d'Assisi. Forse Francesco ha preso l'esempio da lui. Nel 1128 fu nominato vescovo di Gubbio da Papa Onorio II. Come vescovo visse una vita semplice e appartata e fu un pacificatore particolarmente benefico. Possiamo dire che la sua vita fu gradita a Dio, proprio come il Padre Celeste disse a Gesù due volte, la prima volta al battesimo nel Giordano e la seconda volta alla trasfigurazione sul monte. Questo è il mio figlio diletto nel quale mi sono compiaciuto. Dio si compiace delle persone che compiono e fanno la sua volontà. Il suo cuore si rallegra in loro, egli sorride e ne è soddisfatto, contento. Dio si è compiaciuto anche di queste due persone di cui abbiamo sentito parlare nel Vangelo di oggi, perché hanno lavorato con i beni, con i doni, bene con i doni che avevano ricevuto. È detto nella lettura, nel Vangelo, che il Signore affidava loro questi doni. Affidare è un po' simile come confidare, ma il Signore affidava, anche lui aveva confidenza verso di te, lui ha affidato qualcosa a te, lui ha affidato qualcosa a me. Johannes, io ti affido queste cose, tu devi lavorare con questo. Sì, affidare, e io devo avere anche confidenza verso il Signore, così reciproco questo processo. E queste due persone nel Vangelo avevano guadagnato e acquisito la stessa quantità di talenti come avevano ricevuti. L'uomo che era tornato dopo tanto tempo ne fu felice, disse ai due: ben fatto, servo buono e fedele, poiché sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Entra nella gioia del tuo Signore. Tutti noi, miei cari, ognuno di noi, possiamo far essere felice il Signore, portare gioia nel suo cuore. Se facciamo buon uso di ciò che ci è stato dato e lo usiamo per costruire il regno di Dio. Quante volte è successo e quante volte succede ancora oggi che i doni meravigliosi che una persona ha ricevuto vengono usati e applicati male. Una preghiera di San Nicola di Flue può aiutarci a usare bene i nostri doni. Egli pregava: mio Signore
e mio Dio. Togli da me tutto ciò che mi allontana da te. Mio Signore e mio Dio, dammi tutto ciò che mi conduce a te. Mio Signore e mio Dio, liberami, toglimi a me e dammi tutto a te. Meine lieben Brüder und Schwestern im Herrn, ich bin froh, dass ich wieder mal da bin, hier bei euch und euch wieder sehen darf, nach einer längeren Zeit. Heute feiert die Kirche das Fest des heiligen Ubaldus. Er ist im Jahre 1080 in Gubbio, in Umbrien, geboren. Gubbio ist auch der Ort, wo der heilige Franz von Assisi einen Wolf gezähmt hat. Dieser Wolf hatte ein paar Menschen schon getötet und Franziskus hat dann mit diesem Wolf, so wird berichtet, gesprochen und der Wolf hat sich dann bekehrt. Nach der Priesterweihe verteilte dieser Ubaldus sein Erbe unter die Armen. Das hat auch der heilige Franziskus getan. Er hat das Erbe den Armen gegeben und schließlich ist er dann nackt vor dem Bischof gestanden von Assisi. Dieser Ubaldus wurde 1128 von Papst Honorius II. Zum Bischof von Gubbio bestellt. Als Bischof lebte er einfach und zurückgezogen und wirkte besonders segensreich als Friedensstifter. Wir können wohl sagen, dass sein Leben Gott gefiel. Ähnlich wie der himmlische Vater von Jesus zweimal sagte, einmal bei der Taufe am Jordan, das zweite Mal bei der Verklärung. Da sagte Gott Vater, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott findet Wohlgefallen an Menschen, die seinen Willen erfüllen und tun. Sein Herz erfreute sich an ihnen, er lächelt und ist zufrieden. Gott freute sich auch an diesen beiden Menschen, von denen wir heute im Evangelium gehört haben, dass sie gut mit den Gaben, die sie erhalten hatten, gewirtschaftet haben. Sie haben nochmals so viele Talente dazugewonnen, wie sie bekommen hatten. Und darüber freute sich auch der Mann, der nach langer Zeit zurückgekommen war. Er sagte zu den beiden, wohlan, du guter und getreuer Knecht, weil du über weniges getreu gewesen bist, will ich dich über vieles setzen. Geh ein in die Freude deines Herrn. Ich erinnere mich an etwas, was von Mutter Teresa bekannt ist, als Johannes Paul II. In Kalkutta gewesen ist. Da hat sie ihn auch ins Sterbehaus geführt. Da hat ihm das Sterbehaus gezeigt. Und da ist sie von einem zum anderen gegangen, hat sie ihn so genommen, den Johannes Paul, wie einen Schüler, hat sie ihn an der Hand genommen und hat ihn geführt und zu einem Kranken hingebracht. Und dann hat sie seine Hand ausgelassen und hat gesagt, Segen geben, den Segen geben. Und der Johannes Paul hat gehorcht und hat den Segen gespendet. Und die Mutter Therese ist hinter ihm gestanden und hat so gelächelt, hat sich gefreut an dem, was Johannes Paul gemacht hat, mit den Gaben, die sie nicht hat. Wir alle, meine Lieben, jeder einzelne von uns kann dem Herrn Freude bereiten, wenn wir mit dem, was uns geschenkt wurde, gut umgehen und es für den Aufbau des Reiches Gottes einsetzen. Wie oft passierte es und passierte auch heute, dass Menschen wunderbare Gaben bekommen haben, dass sie aber falsch eingesetzt und verwendet werden, wurden oder und werden. Ein Gebet, das vom heiligen Niklaus von der Flüe stammt, kann uns helfen, dass wir unsere Gaben gut verwenden. Dieser betete, mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich fördert, zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.
Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.